Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Good morning in the morning aus Kapstadt und herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht, ich bin immer noch auf Bildungsreise, auf Bildungsurlaub hier in Kapstadt. Und heute ist Freitag. Freitags schreibt man immer einen Test. Aber kein Problem. Ich muss sagen, jetzt so nach 4 Tagen Fazit Schule habe ich das Gefühl, nichts wirklich dazugelernt zu haben. Wenn ich jetzt in diesen Stunden hier in Kapstadt allein unterwegs gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich mehr dazugelernt. Aber abgesehen davon, ohne diesen Bildungsurlaub, ohne diesen Unterricht, wäre ich gar nicht hier. Daher will ich mich nicht beschweren. Heute kommt was ganz Besonderes. Heute will ich mit Emily Sleep and Travel, das ist eine Familie, die hier lebt in Somerset, einem Nachbarort von Kapstadt. Die haben mich eingeladen auf eine Tour und eine Tour mit Einheimischen ist immer viel, viel besser, als wenn man hier alleine unterwegs wäre oder als Touri in einer Touristengruppe. Ich bin einfach mit Menschen hier unterwegs, die sich auskennen, die hier leben, dessen Heimat es ist. Und ich freue mich schon riesig. Sie haben mir aber nicht vorher verraten, was wir machen werden, sondern ich soll mich überraschen lassen. Und ich bin total gespannt. Kommt mit, ich nehme euch mit. Zuerst fahre ich mit einem Uber von meinem Hostel nach Somerset West. Dann wollen wir noch ein kleines bisschen einkaufen, vielleicht noch ein Käffchen trinken, bevor es losgeht. Somerset West liegt in der Nähe von Gordons Bay in der False Bay. Der Name False Bay, also falsche Bucht, stammt von den Seefahrern. Die haben irrtümlicherweise diese Bucht angesteuert anstelle der Tafelbucht. Ich bin jetzt in Somerset angekommen und wir sind hier in einem Restaurant. Schaut mal, das ist der Grill und hier kann man schön Kaffee trinken. Das ist hier die Deko und es sieht wohl jedes Mal anders aus, wenn man hier kommt. Wahrscheinlich kann man das auch kaufen, vermute ich mal. Richtig schön. Da ist die Lilly. Hallo. Und schaut mal, was man hier für leckere Sachen, für leckere Kuchen kaufen kann. Jetzt geht's aber erstmal in den Supermarkt, denn wir müssen für unseren Trip noch etwas einkaufen. Und wer auch mal mit Emberly Sleep and Travel unterwegs sein will, der kann sich entweder bei mir melden oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Und wenn ihr über mich buchen wollt, dann bekommt ihr sogar 10% Rabatt bei ihr. Ein Steak. Wow. Südafrikanische Würste. Schaschlik. Wow. Damit die Schokolade nicht schmilzt. Ja. Alles Peanut Butter. Es
Es ist einfach so, so windig dort. So viel Wind habe ich noch nirgendwo auf der Welt erlebt wie dort in Kapstadt oder Somerset. Zu Ende. Ich muss früh ins Bett gehen, da wir morgen sehr früh losfahren wollen. Wir machen eine tolle Route durch die Berge und am Meer an der Küste zurück über 2 Tage und wir schlafen in einer Lodge und ich bin schon so gespannt, wie es wird. Also bleibt dran. Guten Morgen aus Somerset. Ich will euch mal meinen Ausblick aus dem Fenster zeigen, in dem Zimmer, wo ich geschlafen habe. Das sind die Hottentotten Mountains. Unsere Tour geht los mit diesem wundervollen Ausblick auf die Falls Bay. So, unsere erste Station ist Stellenbosch. Ich bin hier an einem alten Krämerladen, der... Ich habe vergessen, 1804 oder so. Also wir haben gerade festgestellt, hier oben steht es nochmal dran. 1904 wurde er richtig bekannt und im 18. Jahrhundert wurde er bereits eröffnet. Das ist ein richtig alter Krämerladen und hier sitzt Emily Sleep and Travel, die mit mir hier unterwegs sind. Und jetzt gehen wir in diesen Laden rein und schauen den mal von innen an. So, hier sieht man diese ganzen, jetzt yes, nur von draußen zeigen, war gerade drin, habt ihr ja gemerkt, und man darf drin nicht filmen, aber man sieht auch schon von draußen, wie schön es drin sein muss. Hallo, Harry. Eine kleine Rundfahrt durch Stellenbosch. Stellenbosch ist eine Stadt im Westkap der Republik Südafrika und nach Kapstadt die älteste von Europäern gegründete Siedlung im heutigen Südafrika. Und die Stadt hat ca. 19.000 Einwohner. Hier sind wir an der Muttergemeinde in Stellenbosch und schaut mal, wie schön diese Kirche ist. Stellenbosch liegt ca. 50 Kilometer östlich von Kapstadt auf 114 Metern Höhe. Und Stellenbosch liegt in einer wunderbaren Berglandschaft mit fruchtigen Tälern. Das Umland ist landwirtschaftlich geprägt und gehört zu den bedeutendsten Weinanbaugebieten in Südafrika. Die nächste Station ist der Drakenstein-Löwenpark. Das ist so eine Art Wellcare-Zentrum für Löwen.
So we are a sanctuary for lions that have been born in captivity and hand raised by people. So these lions can never be rehabilitated into the wild. So our mission here is to rescue these lions from abusive places, not only in South Africa, but we rescue them from all around the world. Places like circuses, zoos, hunting farms, even people keeping these lions as pets. And then we offer the lions a lifetime home here. We do not breed with our lions, as we would rather use the space we have to rescue more lions instead of making more. Currently, we house 25 lions, including 5 rare white lions and 1 Bengal tiger. 5 white lions? Oh. Okay. Hi, Nayan. Hallo. Nur noch mal zum Verständnis, das ist hier kein Zoo oder so. Die Löwen, die werden gerettet von irgendwo. Aus einem Zirkus oder ja, von irgendwo. Und die werden hier aufgepäppelt. Die weißen Löwen, die wir noch sehen werden, können nie wieder in Freiheit leben, weil Trophäenjäger für sehr viel Geld sie jagen wollen. Du liegst hier im Schatten. Hier liegen Simba und Goliath. Sie wurden aus einem europäischen Zirkus gerettet. Das ist Ringo, der wurde in einem Zirkus geboren in Europa und ist dann nach Belgien umgezogen in ein hoffnungsloses Zuhause, wo er nicht hätte überleben können. Hier leben Ringo und Toni. Sie sind in Rumänien aus einer illegalen Tierstation gerettet worden. Das ist Athena mit ihren Eltern. Die wurde ganz überraschend hier geboren. Hier sitzt oder liegt Little Leo. Der wurde aus der 14. Etage in Beirut gerettet. Warum? Wurde dort als Haustier gehalten. Direkt neben den Löwen ist hier ein Gehege mit 6 Schimpansen. Das hier ist übrigens Enders. Und Enders, werdet ihr gleich sehen, spielt mit einer Flasche. Leider habe ich die Kamera zu früh ausgemacht, denn Enders hat uns die Flasche an den Kopf geworfen. Also wäre nicht der Zaun dazwischen. Wir sind aber trotzdem recht nass geworden. Wen haben wir denn da? Eine riesige Schildkröte. Und zusammen mit dem Emu teilen die beiden sich hier das Gehege. Ihr seht, wir sind auf einer Farm. Das ist die Haut von einem Krokodil. Das ist ein Babykrokodil. Und da unten guckt noch eins raus. Man sieht, es lebt. Ja. Ja, you see? Serious. But it's fixed. It's called native. Das ist der Besitzer der Krokodilsfarm, ein super sympathischer Österreicher, der unglaublich viel Wissen über die Reptilien hat. The first day the baby can swim, he will catch his own food. Which area, where are you from? From the best. Thank you very much. Das sind 5 to 10 months old. 5 to 10 months old. Come, just to show you, they're not plastic. Go, go, go. Look, you want to bite. Go, 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 go. Hey. Kula, we want to show you a special crocodile. Der steht da einfach drin. Mit den Krokodilen. Schaut mal, dieses Krokodil schläft mit geöffnetem Maul. Der hat sein Maul offen, um
seine Temperatur zu regeln. Würde das Wasser tief genug sein, könnte er 3 Meter rausspringen. Ui. Aber die greifen irgendeine Bewegung im Wasser an. The race is on. You see, the small one could be older than the big one because the more they eat, the quicker they grow. They can't see the chicken selector because they can only see 2 colors, green and blue. Madame, ich brauche Ihre Schulter bitte für einen Moment. And we use it for 90% skin problems. Like for example, mosquito bites. Danke. Eczema, eczema. No, you can turn around. Okay, okay, okay. This time I see one. Oh, so sorry. The first time I see one in chameleon. It's got a little tail there. And then normally hold on the branch with the... Here kann man cage diving machen. Ja, hier geht man dann rein und kann die Krokodile aus dem Wasser sehen. Rattlesnake. Das ist die King Snake. Eine Cobra-Art. Die Schwarzmamba. Grüne Mamba. Einer sitzt da und kahnt sich und einer sitzt da. Unfortunately, that leads us to killing snakes like these that people believe to be dangerous. And so in North America, they're currently having an issue where people's gardens are getting overrun by rattlesnake. The snake that's underneath that rock bites more than 100 people every year. It's called... Puff otter. Puff otter. Right. That is your puff adder, South Africa's most dangerous snake. So you see the neck. Cobra, when they're scared, what they do is they make their neck flat. It makes them look bigger and more intimidating. Lecker! Wir genießen jetzt erstmal einen kühlen Drink. Water, drink Wein. Hier kann man gleich noch einiges einkaufen. Und wie unsere Rundreise weitergeht, das seht ihr dann nächste Woche.